Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk, Gespräche über Gott und die Welt. Kennst du das Sprichwort, ein Unglück kommt selten allein? Genau das trifft auf meinen heutigen Gast. In jungen Jahren ist sie nicht nur von ihrem Vater verprügelt worden, sondern auch sexuell missbraucht worden. Als sie ein junges Mädel war oder schon eher erwachsen gewesen ist, ihr Leben das erste Mal wieder in den Griff hatte, die Diagnose Krebs, und das zieht sich durch ihr ganzes Leben durch, wie sie das Ganze gemeistert hat. Und jetzt kommt der spannende Teil, wie sie danach vor allen Dingen auch Erfolge damit erzielt hat, wie sie ihr Schicksal umgekehrt hat. Und das Beste kam dann zum Schluss, als sie Jesus begegnet ist, wie das ihr Leben dann maximal verändert hat, erfährst du in dieser Folge. Doch bevor wir starten, lasst wie immer gerne ein Like da, kommentiert das gerne und lasst natürlich gerne auch Abo da. Diese Folge wird wahrscheinlich eine der letzten Interviewfolgen werden, denn wir werden ein neues Format reinbringen. Ich werde mit meinem heutigen Gast mehrere Folgen aufnehmen. Da wird es über viele interessante Themen gehen, wie Erfolg, wie Glaube, wie Gott und also Dinge, die uns alle irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Deswegen schreibt gerne einen Kommentar rein, welche Fragen ihr uns gerne stellen wollen würdet oder welche Fragen ihr gerne beantwortet haben möchtet. Dann werden wir das in unsere Podcast-Folgen mit reinbringen, falls es eine interessante Frage ist. Vielleicht werden wir auch den ein oder anderen von euch zu einem Podcast einladen, damit ihr mal vielleicht uns die Fragen persönlich stellen könnt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt in die Folge. Viel Spaß mit Aileen. Aileen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Lieber Alexei, vielen Dank erstmal für deine Einladung und ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Aileen, es kann so ein bisschen sein, dass in unserer Unterhaltung so ein bisschen Frage und Antwort zeitversetzt sein wird, weil du sitzt ganz, ganz weit weg von mir. Ich bin in Deutschland, du bist in den Philippinen. Aber ich möchte trotzdem meine allererste Frage an dich stellen, die ich jedem Gast stelle. Die kleine Aileen, wenn du dich daran erinnern kannst, hatte die so einen Traum von der Welt, so etwas, was ich mal machen möchte, was ich mal werden möchte, was ich vielleicht später auch beruflich, wo ich vielleicht auch erfolgreich sein möchte? Ja, tatsächlich gab es diesen Traum oder Wunsch. Und ich glaube, es ging so los, als ich so 5 Jahre alt war. Ich wollte entweder immer Sängerin werden, auf der Bühne stehen und singen. Ich kann überhaupt nicht singen, also null, gar nicht. Das heißt, der Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Oder ich wollte eigentlich immer irgendwie Schauspielerin sein, auf der Bühne sein, irgendwie Menschen, irgendetwas. Da sagen wir einfach entertainen. Ich wollte eigentlich Menschen schon immer gerne mal entertainen. Vielleicht lag es daran, weil ich damals gerne mir diese Sachen angehört habe. Ich war ein großer Whitney Houston-Fan damals und dachte immer, oh, Wahnsinn, ja. Spätestens als der Film The Bodyguard rauskam, dachte ich, wow. Also es hat mich einfach beeindruckt gehabt, wie Menschen irgendwie was machen und einen damit entertainen, egal in welche Richtung es irgendwie geht, ja. Aileen, ich habe vor ein paar Wochen haben wir den Kontakt zueinander aufgenommen und ich, um euch die Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Aileen stand mit weit oben auf meiner Liste von Menschen, die ich interviewen wollte, aber ich konnte dich nirgendwo finden. Da war es irgendwie wie verschwunden. Und dann habe ich einen Post gemacht über einen großen Fehler von mir und den ich bei Instagram geteilt habe. Und den hast du dann kommentiert und so sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Und du hast mir dann ein Video von dir geschickt, ein Zweiteiler eines YouTube-Podcasts. Cool. Ich habe, glaube ich, innerlich so geheult wie mein ganzes Leben. Das kleine Mädchen, das diesen Traum hatte, Menschen zu entertainen, dein eigenes Leben war überhaupt nichts mit Entertainment. Wenn ich da reingehen darf, magst du uns so 2, 3 Dinge aus deiner Kindheit erzählen, die dich geprägt haben? Gerne. Oh, ich habe auch gerade echt gemerkt, Alexei, lange irgendwie nicht mehr zuletzt darüber gesprochen, darüber nachgedacht, eigentlich so, wie die Kindheit wirklich nochmal war. Und auf der einen Seite, das Mädchen, das so diese Träume hatte, irgendwann mal Sängerin zu werden, Schauspielerin zu werden. Und auf der anderen Seite, die Realität war ganz anders. Also ich bin ein Einzelkind, meine Mutter kommt von den Philippinen, mein Vater kommt aus Deutschland, haben 1980 geheiratet, 1984 kam ich zur Welt und ich bin, um diese lange Geschichte kurz zu machen, sehr, sehr gewalttätig einfach groß geworden. Ja, also mein Vater, meine Mutter
haben mich körperlich misshandelt, also geschlagen tagtäglich. Dann gab es so den Punkt, mein Vater war Beamter, hatte in Bremen in einer Behörde gearbeitet und konnte nicht mehr arbeiten gehen. Das hieß also, er war den ganzen Tag zu Hause. Meine Mutter musste zwei, drei Jobs aufnehmen, damit wir das relativ gut überleben können. Und so hatte ich einfach mehr Zeit mit meinem Vater leider gehabt. Was heißt leider? Aber wenn ich jetzt sage, weshalb ich leider sage, es ging dann mit 5, 6 Jahren ging so der sexuelle Missbrauch los. Und das heißt also, ich war komplett in dem Gegenteil von dem, was ich eigentlich mir erhofft hatte, diese Freiheit, mich ausdrücken zu können, sprechen zu können. All das war ich nicht, sondern ich war das kleine, introvertierte, verschüchterte kleine Mädchen, was niemandem draußen erzählen durfte, was innerhalb der Wände bei ihr zu Hause passiert. Und ich war gebrochen. Also ein kleines Mädchen, was eigentlich gar nicht mehr weiß, wie sie den nächsten Tag aushält, weil ihr müsst euch vorstellen, dass die Schläge manchmal so gerade katastrophal schlimm waren, ja, also, dass ich nicht wusste, schaffe ich das im nächsten Moment, schaffe ich es am nächsten Tag, das zu überleben, ja. Ich bin jetzt selber Papa einer Sechsjährigen. Es war so dein Alter und als ich die Geschichte so gehört habe. Ich habe mich echt gefragt, was muss dein Vater erlebt haben, dass er zu so einem Menschen geworden ist, der das selber gemacht hat. So viel Gewalt, sexueller Missbrauch. Du hast in der Story erzählt, dass du wurdest eigentlich den ganzen Tag verprügelt, bis du manchmal nicht wusstest, ob du den nächsten Schlag überlebst oder nicht. Es ging weiter in Alkoholexzesse, du bist von zu Hause abgehauen, du bist geflüchtet. Also, ich glaube, so, wenn man sagt, wenn es ein Kind Scheiße erwischt hat, dann hast du oder nach Scheiße gesucht hat, du hast die Hände aufgemacht und hast alles genommen, was kam. Ja. Warum hast du als Kind nicht aufgegeben? Das ist eine gute Frage. Ich hatte innerlich, habe ich schon ganz oft aufgegeben gehabt. Also es gab viele Momente, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also allein an dem Alter von 6 Jahren weiß ich noch, wo ich auf dem Kinderzimmerboden zusammengesackt bin und überlegt habe, wie komme ich hier aus dieser für mich damals Hölle raus? Als Jugendliche immer weiter. Es wurde dann ja immer auch immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich weiß tatsächlich nicht, warum ich nicht aufgegeben habe. Wusste ich bis letztes Jahr nicht, bis ich einfach wirklich weiß und wusste, dass ich das gar nicht alleine mit meinen eigenen Händen geschafft habe, da durchzugehen und das durchzuschaffen, sondern dass ich nenne unseren lieben Gott oder unseren Gott einfach immer gerne mal The Big Boss. Ich mir ganz sicher bin, dass er mich wirklich auf seine Hand gesetzt hat und durchgetragen hat. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber es gab auch Momente, wo ich Selbstmordgedanken hatte, Selbstmordversuche hatte, wo ich wirklich zu einem Hochhaus, wir haben damals in Bremen gelebt und da gab es viele Hochhäuser, auch im Brennpunkt, im Brennviertel. Ich habe einen Ort daneben gewohnt und ich bin tatsächlich wirklich zu diesen Hochhäusern gefahren. Da gab es aber alles so. Du konntest nicht einfach ins Haus rein und hochfahren. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wen kenne ich in dem Haus und könnte sagen, dass ich rein will, damit ich von der 24. Etage mich runterschmeißen kann. Es ging nicht mehr. Aber trotzdem war da immer etwas, was mich wieder weiter nach vorne gezogen hat, ja. Als du da durch warst, wie du sagtest, Big Boss hat dich da durchgetragen. Ich werde dir auch nachher gerne die Frage stellen, warum hat der Big Boss das überhaupt zugelassen? Warum hat er ein kleines Mädchen diesen Weg gehen lassen? Kam irgendwann in einem gewissen Alter, wo du von zu Hause weg warst, Ausbildung angefangen hast und deinen jetzigen Partner Norman kennengelernt hast, hattest du das erste Mal das Gefühl, hast du erzählt, auch für mich funktioniert das Leben. Hey, auch, hey. Mann, es geht irgendwie. Ich habe jemanden gefunden, der liebt mich und als wenn es nicht genug wäre mit der Kindheit, kam Krebs dazu, Not-OPs. Eileen wusste, du wusstest nicht, ob du die nächste OP durchlebst. Magst du uns in diese Zeit mal ein bisschen mit reinnehmen? Ja, absolut. Also, das ist genau richtig beschrieben. Es war dann der Punkt, Norman kam in mein Leben vor 13 Jahren und es war auf einmal, ich hatte meinen Job als Bankkauffrau gehabt, meinen sicheren Job als Bankkauffrau damals bei einer großen deutschen Bank.
Und alles war gut. Ja, es war eigentlich alles gut. Ich war frisch verliebt. Wir wollten dann zusammenziehen relativ schnell. Ich glaube, nach 3 Monaten hatte mich Norman gefragt, hey, würdest du gerne mit mir zusammenziehen wollen? Und es ging alles ganz, ganz schnell. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind zusammengezogen, haben noch mit der ganzen Familie die Wohnung renoviert, weil das war eine Wohnung von Normans Eltern, die sie uns an uns weitervermietet haben. Und da haben wir das alles so schön gemacht und dann eingezogen. Und dann kam wirklich die Diagnose, ich bin unheilbar krank. Ja, es waren Tumore im Kopf gefunden worden, hinterm Gesicht. Und die Ärzte haben gesagt, ja, ist kein Problem, das operieren wir raus, das wird alles gut. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwas ist trotzdem komisch mit meinem Körper. Irgendwas ist ganz anders als, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe einfach gemerkt, wie ich innerlich körperlich zerfallen bin anhand dieser Krankheit. Hatte die erste OP, hatte mir da auch noch nicht so große Sorgen gemacht tatsächlich. Hatte mir vorher noch mit meinem Mann, also noch, damals waren wir noch nicht verheiratet, aber mit Norman hatte ich dann meinen Traum erfüllt. Wir sind dann noch, ich glaube, 2 Monate vorher nach New York geflogen. Mein Traum, einmal nach New York zu fliegen, ja, weil ich nicht wusste, was passiert, stand schon komplett unter Medikamenten, vollgepumpt mit Cortison, gerade so irgendwie die Kleidung noch reingepasst, weil das alles so voluminös massiv wurde. Wenn du Cortison nimmst, das merkst du und siehst du, hab das wohlberüchtigte Mondgesicht gehabt und man konnte es mir ansehen, dass es bei mir irgendwas nicht stimmte. Ich wurde operiert und der Arzt hatte gesagt, die OP dauert 1 Stunde. Und nach 6 Stunden war ich aber immer noch nicht fertig. Und Norman war aber schon längst im Krankenhaus und hat immer gefragt, wo ist sie? Was ist passiert? Und ich erinnere mich nur, dass der Arzt völlig wirklich ungelogen, schweißgebadet, in mein Patientenzimmer reinkam, fix und fertig und gesagt hat, Frau Bohr, ich hieß damals Frau Bohr, ich habe so etwas noch nie gesehen bei Ihnen. Die Tumore, die ich Ihnen rausgeschnitten habe, rausgenommen habe, die sind währenddessen wieder nachgewachsen. In der OP nachgewachsen. Also, so, es konnte sich keiner erklären. Es war völlig verrückt. Und er hat noch gesagt, ich musste alle OPs nachher absagen, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Naja, dachte ich, na gut, die sind draußen. Und dann ging es los. Ich war 7 Monate lang bettlägerig. Müsste es so vorstellen. Ja, wir haben so über 2 Etagen gelebt. Altprima Wohnung, oben das Schlafzimmer, unten das Badezimmer. Und Norman musste mich wirklich regelrecht aus dem Bett tragen, auf die Toilette setzen. Er musste mir die Haare bürsten, er musste mich waschen, er musste mich anziehen, er musste mich füttern, er musste mich von Sofa zum Esstisch tragen. Also es ging nichts mehr. 7 Monate lang. Ich da kurz eine Frage zu stellen. Gerne, ja. Wenn du da so sitzt und Norman trägt dich dahin und kämmt dich und bürstet deine Haare und gibt dir was zu essen, kam manchmal so die Frage auf, rückwirkend auf dein Leben geschaut, so, hey Big Boss, sag mal, was verdammt willst du eigentlich? Komplett. Ich habe mir immer gedacht, okay, das wird wieder. Du hast das aus deiner Kindheit geschafft. Ich hatte dann immer diesen Spruch, vielleicht kennst du den, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und das habe ich mir immer eingeredet und gesagt, das ist kein Problem, weil ich stand hier permanent unter Schmerzen und Schmerzen und Schmerzen. Und ich habe mir das oft gedacht. Ja, meine Mutter hat sich mit Norman mit dem Kochen abgewechselt, weil ich konnte. Nur wenn ich gegessen habe, ging es mir besser, weil ich habe eine Allergie gegen Schmerzmittel auch gehabt und konnte nur die ganzen heftigen Sachen wie Tramadol, also die ganzen Dinge mit Morphium, was dich komplett wegschießt, nehmen. Und sobald ich gegessen habe, ging es. Und ich weiß auch, wie die in der Wohnung waren, ich Norman gesehen habe und meine Mutter und dachte, die geben sich hier echt komplett auf. Norman hat damals Architektur studiert, er hat sich komplett aufgegeben für mich. Meine Mutter ist von Arbeitsstelle direkt zu mir immer wieder gekommen. Und ich dachte, es wäre doch eigentlich besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Weil, naja gut, ich habe das Leben hier gehabt, ist nicht so gut gelaufen, ich durfte Liebe erfahren, durchnormen, wie eine Beziehung sein kann, ein schönes Zuhause zu haben, eine sichere Arbeitsstelle, alles war gut. Also wenn ich jetzt sterben sollte, okay, dann ist es so. Aber ich bin nicht gestorben. Obwohl die Ärzte es gesagt haben, sie müssen jetzt zum zweiten Mal operiert werden und die Chance, dass sie es überleben, ist bei 50%. Und wenn sie es überleben, landen sie im Rollstuhl. Oder 50%, sie sterben.
Es war dieser, zumindest in der anderen Folge, war das dieser Zeitpunkt, wo du vor dieser OP standst. Und ich weiß nicht, ob du es vor der OP oder nach der OP das erste Mal das Buch The Secret von deiner Freundin bekommen hast oder den Film, ich weiß nicht, was es war. Wie war so dich für dich diese erste Begegnung damit? Weil für mich war das auch so, ich glaube, das allererste Buch, was ich in der Hinsicht gelesen habe. Ja, tatsächlich ging es mir auch so. Also es war vor der zweiten OP und es war halt die Diagnose noch gewesen. Es war so sehr, sehr dramatisch, bevor ich zu dem Buch kam. Ich bin eingeliefert worden aufgrund der Schmerzen, aufgrund der, wenn du ein MRT hast, durch die Röhre geschoben wurdest und die haben das ausgedruckt und die Ärzte standen vor mir und haben gesagt, Frau Bohr, Ihr Kopf ist fast schwarz. Es ist so dermaßen viel an Tumoren wieder nachgewachsen. Wir müssen Sie operieren. Aber ihr Zustand ist so schlecht, da wurde ich nämlich eingewiesen ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist so schlecht, sie würden es nicht schaffen, wir müssen ein paar Tage warten. Und dann haben sie ganz klar gesagt, Norman saß neben mir, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, warum ich auf der Sterbestation lag. Links neben mir lag eine Frau, die sollte in 4 Monaten sterben. Da war die ganze Familie nur am Weinen. Das heißt, da wurde geschrien und geweint. Ich saß, lag in der Mitte, so zwei Stoffvorhänge. Rechts neben mir eine Frau, die sollte in 4 Wochen sterben. Und Norman saß bei mir, ich wusste nicht, was passiert mit mir hier. Und die Ärzte standen vor mir und haben gesagt, Frau Bohr, Sie haben leider nur eine Überlebenschance von 50%. Und wenn, dann werden Sie nicht mehr laufen können. Also Sie müssen Rollstuhl sein oder Sie werden es nicht schaffen. Es tut uns leid. Und das war der Punkt, nach Hause zu fahren, zu warten, bis du operiert wirst und eine 50-50-Chance zu haben, ja. Und da kam ja meine Freundin und hatte damals gesagt, hey, pass auf, hol dir den Film, The Secret, kauf dir das Buch. Und ich war also in einer Situation, ich habe wirklich aufgegeben. Hätte ich gekonnt, das sage ich ganz ehrlich, hätte ich alles dafür getan, dass ich mir selber was angetan hätte, damit ich nicht drauf warte. Norman hat das gespürt, der hat mich gar keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen. Das Fatale war nur, ich konnte ja nicht länger als 10 Sekunden stehen oder eigenständig etwas machen, weil dann bin ich ja sofort umgefallen und es ging einfach aufgrund der Schmerzen nicht. Dann habe ich mir das Buch, The Secret, gekauft und den Film. Und eigentlich ging es mir genauso wie dir, Alexei. Es war das erste Buch wahrscheinlich in meinem Leben, was ich freiwillig gelesen habe. Ich war damals nicht so der Bücherwurm, damals war ich es nicht. Und ich schaue mir den Film an. Habe als allererstes erstmal komplett Angst bekommen, weil ich dachte, was ist das genau? Du kennst doch diese Einspielmusik, irgendwie die Römer zeigen oder sonstiges. Und ich hatte erstmal Angst bekommen. Aber ich sag dir eins, wo mich der Film richtig gepackt hatte, war bei der Situation, wo die eine Frau Brustkrebs hatte. Und sie gesagt hatte, dass sie wieder gesund wurde. Und da wurde ich hellhörig. Ich dachte, was? Ist es möglich? Habe ich das Buch angefangen zu lesen. Und so ging alles los. Ja. Wie ist die, oder es ist ja nicht verpflichtend, dass du dich operieren lässt. Warum hast du dich operieren lassen, obwohl du wusstest, die Chancen sind echt bescheiden? Da muss ja doch irgendwo noch ein gewisser Lebenswille da sein, weil sonst machst du so eine, nochmal, wir reden davon, dass wir deinen Kopf aufschneiden und in deinem Kopf Tumore entfernen. Wir reden jetzt nicht davon, dass du einen kleinen Fingernagel eingewachsen hast, den wir da ein bisschen rumkratzen müssen. Ja, da muss ein Lebenswille gewesen sein. Heute sage ich, es war ein Gottesplan. Ganz, ganz klar. Das sage ich heute. Damals wusste ich aber nicht, dass es Gott gibt und damals wusste ich einfach gar nicht, dass, was ich letztes Jahr erlebt habe. Ich wollte aber auch, dass die Menschen da draußen sehen, okay, sie hat alles getan. Dass ich vielleicht auch nicht so als fauler Mensch, ja, okay, die liegt da jetzt nur seit 7 Monaten auf dem Bett, im Bett rum oder auf dem Sofa rum und tut gar nicht wirklich irgendetwas. Ich wollte noch mal diese letzte Möglichkeit genutzt haben. Und selbst wenn ich es nicht geschafft hätte, okay, dann ist es so. Aber es war ja nicht so ein Gottesplan. Ja, das war tatsächlich, glaube ich, wenn du mich so fragst, der Lebenswille, aber auch den anderen noch mal zu zeigen, okay, ich mache alles jetzt. Alles Notwendige, dass ich gesund werde. Dass niemand mehr danach sitzen kann und Norman sagen kann, warum hat sie das nicht getan? Ja, genau. Die OP hat stattgefunden. Du hast damals gesagt, du warst bei einer Heilerin gewesen, die gesagt hat, du sollst das Wasser besprechen. Du hast alle Rituale in The Secret durchgemacht, durchgebetet, alle aufgeschrieben, alle mitgemacht.
Das Ergebnis war nicht so schlecht. Ja, Was ist das passiert? Ergebnis. Das Ergebnis war tatsächlich, ich kam aus der OP raus und ich habe mich großartig gefühlt. Und der Zustand vorher habe ich ja eben gerade schon beschrieben, also das war eine Vollkatastrophe an Schmerzen, es ging nichts mehr. Und ich werde wach und merke, mir geht es richtig gut. Also mir ging es richtig gut. Ich werde meine Schwiegermama niemals vergessen, die, ich glaube, 2, 3 Tage nach der OP reinkam und sie kannte ja meinen Zustand und sie macht die Tür auf und sieht mich an und sagt, du siehst richtig gut aus. Das habe ich ja lange nicht mehr gehört, ja. Du siehst richtig gut aus, also du siehst richtig gut aus. Ja, und es war dann, am Freitag wurde ich operiert, am Montag kam dann meine Mutter und parallel kam auch der Arzt rein, der das Wochenende nicht da war. Und er meinte dann zu mir, meine Mutter, ich muss mit ihnen beiden wirklich sprechen, ja. Und der sah fix und fertig aus, als ob er einen Geist gesehen hätte. Und letztendlich hat er mir gesagt, wir haben sie eine Woche vor der OP durch ein MRT geschoben. Wir haben hier schwarz auf weiß, was in ihrem Kopf und hinter ihrem Gesicht los war, mit Tumoren besetzt, voll. Und sie sitzen und liegen auf dem Operationstisch und wir fangen an und ich kontrolliere aber die ganze Zeit ihr Patientenarmband. Ich sage, ja, warum, warum? Ja, weil wir keine Tumore mehr gefunden haben. Es war alles weg. Es war alles weg. Er hat gesagt, es geht nicht. Kein Medikament dieser Welt hätte sie so schnell heilen können. Er hat gesagt, die OP war trotzdem gut, weil die ganzen Narben von den ersten OPs, die wurden halt rausgeschnitten. Ach, es war einfach alles weg. Es war alles weg. Weißt du, was meine Mama als allererstes gesagt hatte? Mausi, das ist so mein Spitzname, du musst unbedingt in die Kirche gehen und Gott dafür danken und eine Kerze anmachen. Damals habe ich noch drüber gelacht. Als ich das erste Mal die Berührung damit hatte und gemerkt habe, oh, ich kann so ein bisschen Einfluss auf mein Leben nehmen, gesundheitlich, vor allen Dingen auch natürlich finanziell. Das war schon ganz cool, dieses Gefühl von, hey, ich habe die Kontrolle über mein Leben und muss mich auf den großen Manitou da hinten überhaupt nicht mehr verlassen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Bruce Allmächtig. Und das ist so sinn, das ist so toll dargestellt, dass das allererste, wo er merkt, hey, ich bin jetzt Gott, er reine Ego-Befriedigung sucht. Alles, was das Ego je verlangen kann, wie größeres Auto, Erfolg, Ansehen, Lob, Anerkennung, all das, er sich das als allererstes befriedigt. Und es war dieser Moment, wo ich sagte, weißt du was, großer Manitou, wenn ich mich auf dich nicht mehr verlassen kann und ich kann selber mein Leben gestalten, auf geht's. Und Ja. natürlich war meine allererste Zielcollage fast nichts anderes als materielle Dinge. Wie war das Gefühl für dich, wo du gemerkt hast, hey, das Wasser besprechen, das Ziele aufschreiben, die Dankbarkeitstagebücher haben eine Funktion? Ja, es war, für mich war es unfassbar. Es war erstmal unfassbar und diesen Gedanken, den du hattest, den hatte ich, als ich im Großraumbüro bei der Bank saß. Völlig unzufrieden, habe mich komplett fehl am Platz gefühlt und ich saß am Schreibtisch und ich werde das nicht vergessen, hinter mir die Chefin und vor mir alle anderen Mitarbeiter. Und ich saß und dachte, bin ich die Einzige, die es hier so schrecklich findet? So schrecklich findet, es ging einfach gar nichts mehr. Und dann auf einmal kam der Gedanke, wenn ich das mit der Gesundheit machen konnte und geschafft habe, dann kann ich das doch bestimmt auch mit meinem Beruf. Okay? Ab nach Hause gefahren, Notizbuch gekauft, mir aufgeschrieben, dass ich monatlich 10.000 Euro verdienen möchte. Und die ganze Zeit all diese ganzen Manifestationssachen gemacht. Ja, visualisiert, Dankbarkeitsbücher, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich jeden Monat mit Leichtigkeit und Freude 10.000 Euro verdiene. All das. Und es hat sich verändert. Als allererstes habe ich mich verändert, Norman hat es gemerkt. Ich habe ganz andere Bücher gelesen, ich habe überhaupt Bücher gelesen, erstmal, ja, mich mit anderen Dingen beschäftigt, mit erfolgreichen Menschen und vor allen Dingen der hundertprozentige Fokus war nur aufs Geld verdienen bei mir.
Naja, damit kann man viele tolle Sachen machen. Viele Schwierigkeiten des Lebens bewältigen, tolle Klamotten kaufen, ist ja nicht gerade schlecht. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Es hat auch für dich funktioniert. Du bist aus der Bank rausgekommen, du hast gutes Geld verdient. Ihr seid dann sogar bei einem Lehrer in ja, wie soll ich das sagen, sein Inner Circle gekommen, so wie du das sagtest. Ihr wart super erfolgreich gewesen mit allem, was ihr gemacht habt. Ja. Warum hast du aufgehört? Die Frage habe ich ganz oft gestellt bekommen, gerade von Menschen so aus der weltlichen Sicht. Ja, hey, ihr habt doch gutes Geld verdient und warum habt ihr aufgehört? Also, warum? Warum macht man das denn zu? Es gab so viele Gründe. Zum einen hast du gemerkt, und ich weiß nicht, für Menschen da draußen, die gerade zuhören, oder Alexi, du kennst es vielleicht auch, man verdient Geld und merkt, boah, cool. Jetzt kaufe ich mir erstmal den ersten Business-Class-Flug. Dann bestellen wir uns mal erstmal ein dickes Auto. Ja, haben uns damals den Range Rover Sport gekauft. Dann machst du das, dann hier die ganzen Louis Vuitton-Taschen. Und du kaufst auf einmal etwas und du denkst, jetzt, das ist das wahre Leben. Du denkst wirklich, das ist das wahre Leben, das so zu leben. Und wir haben von Jahr zu Jahr, ich glaube 2016 sind wir gestartet, genau 2018 sind wir umgezogen von Bremen in den schönen Schwarzwald. Und irgendwas ist da passiert, dass wir gemerkt haben, irgendwie, irgendwas fehlt an Erfüllung. Ah ja, okay, was ist es? Keine Ahnung, komm, wir setzen uns ein neues Ziel, wir verdienen noch mehr Geld. Ja, vielleicht ist es nicht mehr Business Class, vielleicht muss es First Class sein. Oder, also sowas bei mir persönlich, ich kann ja jetzt wirklich nur für mich sprechen und nicht für Norman. Aber sowas für mich, woran liegt es? Okay, wir verdienen gutes Geld, aber vielleicht muss es mehr sein. Dann haben wir VIP-Coachings angeboten, neue Pakete geschnürt, da wieder durchgestartet. Es war trotzdem hier leer in drinne, ja. Es war trotzdem leer. Irgendwas hat gefehlt. Es war eine Härte, die sich aufgebaut hat in mir drinne und draußen. Hart, nur noch hart und gefühlt eiskalt. Klar, ich schon ein bisschen Empathie gehabt, aber es war kalt und ich habe gemerkt, das Business, die ganzen Manifestationssachen, Universumssachen, das ganze Geld, es hat mich verändert, aber nicht ins Positive. Ich wurde ein absolut unausstehlicher Mensch. Ich habe eine ganz liebe FIA-Leitung bei der Firma, mit der ich jetzt zusammenarbeite, von PM International. Die war damals unsere Assistentin. Und jetzt sind wir wieder zusammen und verstehen uns wunderbar, haben mehrmals die Woche Austausch. Und ich erinnere mich noch, wie schrecklich ich wirklich geschrien habe, sie angemeckert habe. Also wie, ich habe mich auch letztes Jahr ganz, ganz oft bei ihr entschuldigt, weil ich einfach gemerkt habe, wie Geld Menschen verändern kann. Erfolg. Wie oft hört man das? Menschen kommen zu Geld und sie denken, sie werden etwas Besseres. Ja. Und ich wollte das nicht mehr. Das wollte ich auf jeden Fall auch nicht mehr. Es gibt ja diesen Satz, dass Geld deinen Charakter, den du eh hast, potenziert. Oh Ist das wirklich so? Weil im ja. Endeffekt bist du ja schon vorher, wenn du am Ende so ein Arschloch gewesen bist, vorher auch Ja. nicht unbedingt anders gewesen sein und es dann nur halt endlich ausleben konntest. Ich glaube tatsächlich, dass da ein guter Teil in mir war in meinem Leben. Also sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht so viele neue Kunden bekommen, wenn ich wirklich 100% nur schrecklich gewesen wäre. Dann hätten Kunden wahrscheinlich gedacht, bei einem Norm buchen wir kein Coaching. Aber du musst dir vorstellen, ich bin mit 16 von zu Hause raus. Ich habe auf der Straße für eine kurze Zeit gelebt. Ich war dann im Mädchenhaus und ich bin dann von überall durchgeschlittert irgendwie an den großen Drogen vorbei, an den kriminellen Geschichten. Aber warum? Weil ich eine harte Schale aufgebaut habe. Ich musste einfach für mich straßenschlau werden. Und das hieß nicht, dass ich die liebevolle Eileen war, die lächelnd da auf der Straße war oder immer nur freundlich war. Für mich ging es um Leben und Tod. Lange Zeit, lange, lange Zeit. Um Überkämpfen, sagen wir mal so, wirklich um Überkämpfen. Weil ich lebe hier auf den Philippinen und hier ist das Leben und Tod, Überleben ganz anders. Das, was ich erlebt habe, ist Pillepalle. Das, was ich erlebt habe und durchgemacht habe, ist, das wäre für die wahrscheinlich, die würden dich kaputt lachen, wenn die das hier hören, ja? Die Kinder auf den Philippinen, hier auf den Straßen. Und
Aber ich denke, dass dieser Charakterzug von mir so stark war, so diese harte Schale, bloß keine Verletzung zu zeigen. Ja. Und das hat sich irgendwie, finde ich, für mich persönlich potenziert. Also es war halt durch das Geld noch mal mehr Macht, noch mal mehr Macht. Also ich fand mich schrecklich, wenn ich so zurückblicke, wenn es eine Sache gibt, die ich verändern würde, definitiv das. Ich war irgendwann an einem Punkt, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe auch das Ganze gelehrt, ich habe das Ganze auch den Leuten beigebracht und musste deine Ziele aufschreiben und all das. Und dann, für mich hat das funktioniert. Zum größten Teil. Nicht alles so, wie ich wollte. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich mit 30 schon Milliardär sein möchte. War ja für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel, weil dann, glaube ich, hast du alle Anerkennung, die es auf der Welt gibt, bekommen. Aber für viele Menschen um mich herum hat es überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß, ihr habt eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ihr habt damals wirklich, ihr wart das Coaching-Team. Ich konnte meinen Instagram-Account, glaube ich, nicht mehr aufmachen, ohne eine Werbung von euch beiden gesehen zu haben. Ja. Es ist ja, wir reden hier nicht, dass ihr irgendwie wie ich irgendwo in einer Scheune ein paar Leuten was beigebracht haben, sondern ihr habt auf der großen Bühne des Lebens gestanden. Ihr habt die Coaches trainiert, die heute immer noch rumlaufen und behaupten, wie es funktioniert. Heute machen sie es ein bisschen mit mehr Bewusstsein, weil das lässt sich ein bisschen besser verkaufen. Aber ihr wart an einem ähnlichen Punkt, wo ihr merkt, hey, es funktioniert nicht. Wie war dein oder eure Erfahrung in dieser ganzen Hinsicht? Weil das ist ja das, was heute das Lieblingsthema ist, mach Instagram auf, manifestiere dir dein Geld, manifestiere dir deinen Traumpartner. Also im Endeffekt das Gleiche wie Bruce allmächtig zu machen. Erfüll alle Ego-Wünsche. Exakt. Du kannst sein, was du willst, du kannst alles bekommen, was du willst, genau das. Es ging relativ schnell los, dass wir gemerkt haben, dass wir Coaching-Teilnehmer hatten, wo wir gemerkt haben, es funktioniert so nicht. Und ich war eines dieser Coaches, wofür ich mich nur bei jedem entschuldigen kann, dass ich es gemacht habe. Ich habe gesagt, du hast nicht genug geglaubt. Du hast nicht genug manifestiert, du hast nicht genug das Dankbarkeitsbuch geschrieben, dein Manifestationsbuch, du hast nicht zu sehr, du hast deine Vision Board nicht genug angebetet oder sonst was. Du hast nicht genug gemacht. Kurzum, du hast es nicht richtig gemacht oder du bist nicht gut genug. Indirekt habe ich das ja gesagt in dem Moment, ja. Aber ich habe mir wirklich da die Frage gestellt und dachte, warum ist das so? Warum gibt es Coaching-Teilnehmer bei uns, die machen Millionen? Oder sagen wir nur fünfstellig, sechsstellig im Monat. Nur. Durch diese Lehren. Es waren ja nicht unsere Lehren. Wir haben uns die Lehren ja nicht überlegt. Ja, es waren ja Lehren von vielen anderen Manifestationslehrern. Aber warum gibt es die, bei denen es nicht funktioniert? Und das hat mich schon immer wirklich gewurmt. Ab dem ersten Tag, wo wir das erlebt haben. Ich glaube, es war sogar relativ schnell im Jahr 2016 sind sie gestartet. 6 Monate sind einige Kunden mit uns ja das Coaching durchlaufen. Man konnte dann sehen, okay, am Ende hat der und der das erreicht. Oder der hat vielleicht nicht alles erreicht, aber schon einen großen Teil. Und der andere hat gar nichts erreicht. Und das ist ja bis heute noch so, Alexei. Das ist ja bis heute noch so in dieser Branche. Ja, Wo aber dann ist auch die suggeriert Branche wird. grundsätzlich schlecht oder hat sie gar keinen Zweck oder? Kannst du es mal bitte wiederholen? Ich sage, ist diese Branche denn grundsätzlich schlecht oder hat sie gar keinen Zweck oder ist das alles böse da oder? Du meinst die Coaching-Branche? Ich bin der Meinung, dass es Coaches gibt, die einem definitiv weiterhelfen können. Schau mal, wir haben ja jetzt die 6 Jahre, wo wir im Coaching waren, jetzt nicht nur, ich sag mal, Hexensachen da gemacht mit Manifestationen und irgendwie denk dir das schön, denk dich reich oder sonstiges. Wir haben ja auch natürlich vernünftige oder ich sag mal andere Vorgehensweisen gehabt. Wir haben die Sales sind wir durchlaufen, wir haben Zahlen, Daten, Fakten sind wir durchgegangen, neue Prozedere. Wie sie verkaufen, haben sie trainiert. Es war aber natürlich ein großer Teil gewesen mit den Sachen. Das heißt, wenn du da draußen, wenn da jemand zuhört und sagst, ich brauche einfach einen Coach im Bereich Sport zum Beispiel, alles klar, dann suchst du den Coach. Wenn du dann jemanden hast, ich brauche jemanden, der mich hier trainiert, ja, auch bei uns in der Firma, Alexei, wo wir beide sind, gibt es ja auch Menschen, die uns Dinge beibringen, richtig? Das heißt also, Coaching ist nicht alles schlecht, aber jemanden zu vermitteln. Es ist ja tatsächlich so. Und das haben wir ganz bestimmt auch gemacht.
Du brauchst einfach nur dein Buch, du musst es dir einfach nur visualisieren und bleibst zu Hause, musst eigentlich gar nichts machen. Wir haben Menschen so antrainiert oder das gelehrt, bewusst oder unbewusst, dass sie zu Hause saßen und einfach nur manifestiert haben, visualisiert haben, ihre Affirmation gesprochen haben und die sind aber nicht mehr rausgegangen. Verstehst du, was ich meine? Das ist, da konnte ja nicht zustande kommen. Ging ja nicht. Und ich finde, das ist nicht richtig. Gott spielen zu wollen, ist nicht richtig. Weil in diesem Moment haben wir das getan und das machen so viele andere Menschen. Sie versuchen Gott zu spielen. Das ist nicht richtig. Diese Persönlichkeitsentwicklung, die in den letzten Jahren ja im Endeffekt Gott geworden ist, was im Endeffekt ein Rumschrauben an seinem eigenen Ego ist, und irgendwie auch viel tiefer. Ich habe das durchstudiert. Kann da, glaube ich, wirklich ein Studium von machen. Und nicht alle Bücher sind wirklich schlecht. Da gibt es Bücher, die haben wirklich tollen Inhalt. Aber das meiste sind leere Worte oder Worte, die und Techniken und Dinge zur Befriedigung deines, was du mit deinem Ego erreichen möchtest. Und ich glaube, das schwierigste Ego, dem ich je begegnet bin in mir selbst, ist das spirituelle Ego. Und du hast, deswegen fand ich das so spannend, als ich das gehört habe, du hast eine ähnliche spirituelle Reise gemacht wie ich. Denn auf dem Höhepunkt der Persönlichkeitsentwicklung gibt es nur noch einen Zaubersaft, der einen wirklich retten kann, und das ist Ayahuasca. Ich habe es getrunken, ich kann gerne meine Erfahrungen gleich dazu teilen, aber du bist den gleichen Weg gegangen. Warum Ja. bist du zu Ayahuasca gekommen, oder warum hast du das gemacht? Wir waren natürlich sehr, sehr gut vernetzt mit den, ich sag mal, großen Coaches da draußen, die den meisten bekannt ist. Viele bekannte Coaches da draußen, die ja, in Deutschland bekannt sind, wo du auf große Seminare hinfahren kannst, wo du dich mit anderen Menschen austauschen kannst. Wir hatten ein gutes Netzwerk gehabt und waren auch mit denen sehr, sehr gut. Also befreundet würde ich jetzt nicht sagen, aber bekannt. Und dann ging es darum, dass es irgendwann anfing, aus einer ganz großen, von einer ganz großen bekannten Person, die gesagt hat, ja, ich habe jetzt Ayahuasca gemacht. Und das ging, es war wie ein Lauffeuer. Ich glaube, das war im Jahr 2018. Ich glaube, im Jahr 2018 ging es so los und wie ein Lauffeuer. Vielleicht war es auch später, ist es auch egal. Es war wie ein Lauffeuer, dass alle Coaches irgendwie Ayahuasca gemacht haben. Und gerade die Menschen, denen wir so vertraut haben, die auch gesagt haben, hey, komm, ich habe das auch gemacht, boah, super, du fühlst dich richtig belebt und gut. Und manche haben uns sogar gesagt, dass dadurch deren Business gestiegen ist, größer wurde, sie noch mehr Millionen gemacht haben und, und. Grund genug, Ayahuasca zu trinken. Genau das denkst du, wenn du einfach in dem Moment so, also du willst ja, wie du schon gesagt hast, du möchtest ja, wir wollten ja alle Geld verdienen, richtig viel Geld verdienen. Aber dieser Hunger hat ja nicht mal aufgehört. Du willst ja immer mehr, weil du trotzdem irgendwie versuchst, du merkst in deinem stillen Moment, irgendwas fehlt trotzdem. Ah, okay, es wird wahrscheinlich sein, dass ich noch mehr Geld verdienen soll. Wir wurden von eines der namhaftesten Lehrer ausgebildet, der eins gesagt hat zu mir und Norman. Menschen, die sagen, Glück kann man nicht messen, liegen falsch. Glück kann man messen anhand deines Kontostandes. Und ich saß und dachte, okay, ich muss also extrem viel Geld verdienen, damit Menschen sehen, dass ich glücklich bin. Das wurde uns antrainiert von einem Sprecher aus dem Film The Secret. Wir haben ihm jahrelang vertraut, ja. Und dann auf einmal kommt Ayahuasca und da sind reiche Menschen, mit den dicksten Autos, die sagen, ja, wir machen das regelmäßig mal mit. Ja, du denkst, okay, komm, machen wir es auch mal. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alexei, ob sich seitdem was für dich verändert hat mit Ayahuasca. Also ich hatte eine krasse Erfahrung gehabt, tatsächlich, aber Ich hatte die Erfahrung, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht für mein Leben. Was war deine Erfahrung? ich habe das 3 Tage mit Norman ja gemacht, in Österreich, ganz oben auf einem Berg.
Vielleicht waren wir in der Und gleichen Hütte. wahrscheinlich sehr, sehr steile, also sehr steiler Abhang. Also wenn du runtergeguckt hast, wusstest du, dass du gleich runterfällst. Auf jeden Fall der erste Tag und zweite Tag, klar, da wurden mir viele Dinge gezeigt. Es wurde mir tatsächlich der Privatjet gezeigt, wie das Leben sein wird bei mir. So viel Reichtum, den ich erlangen kann, das wurde mir gezeigt. Es wurde mir auf der anderen Seite einmal wirklich echt eine Zeit gezeigt, wo ich komplett alleine war. Es hat sich nicht wie die Hölle angefühlt, aber es war sehr, sehr unangenehm. Und dann hatte ich am dritten Tag, und davon bin ich überzeugt, eine Nahtoderfahrung und gestorben und stand vor Gott. Und bevor der dritte Tag aber war, haben wir natürlich mit vielen Menschen den ganzen Tag, bist du ja mit den Menschen zusammen, den ersten und zweiten Tag, waren da viele Menschen, die haben große Firmen, die haben Multimilliardenunternehmen aufgebaut in Wien, überall, in der Schweiz. Die kamen immer wieder. Die haben gesagt, ja, ich mache das mehrmals im Jahr. Und ich dachte, die machen das mehrmals im Jahr? Okay, also muss da ja was dran sein. Also es ist genauso, so wie so eine Irreführung beim Coaching. Du musst noch mehr manifestieren, du musst noch mehr machen und noch mehr machen. Beim Ayahuasca musst du das noch öfter machen und noch öfter machen, damit es wirklich funktioniert. Du bist bei deiner Nahtoderfahrung, hast du gerade gesagt, bist du Gott begegnet. Wie war das für dich? Kann ja auch einfach Ayahuasca gewesen sein. Die Pflanze Genau. kann ja, nochmal, wir reden hier von einem Halluzinogen, das echt was kann. Wir reden nicht von TikToks. Und Alexei, ich verstehe jeden, der mir das vielleicht vorwirft oder sagt, ha, Aline, kann ich dir nicht glauben, du standest unter Drogen, ich glaube nicht, dass du Gott gesehen hast. Ich verstehe das sogar. Ich denke, mir würde es sogar wahrscheinlich genauso gehen, wenn jemand mir sowas erzählen würde, wie ich sagen, naja, du standest unter Drogen. Klar hast du Gott gesehen. Zwei Moment, der letzte Tag, wir haben das Ayahuasca-Getränk draußen genommen, so vom Wald, vor der Hütte. Und ich habe, seitdem ich 6 Jahre alt bin, habe ich ganz doll Asthma. Ich denke, man kann eins und eins zusammenzählen, warum Asthma und alles. Und ich hatte mein Asthma-Spray neben meinem Kopf. Und meine größte Angst war immer mal, dass ich nach einigen Krankheiten einfach eine Atemnot ersticken werde. Ich nehme Ayahuasca, Norman lag neben mir und ich merke, wie ich keine Luft mehr bekomme. Wirklich keine Luft mehr bekomme. Und vielleicht kennst du das auch noch und alle, die mal so eine Erfahrung gemacht haben, wenn du Ayahuasca nimmst, und ich rate nochmal hier ganz klar, bitte mach das nicht. Mach das nicht. Bitte. Mein Körper hat sich aufgelöst. Ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen. Das heißt, ich konnte nicht mehr meine Hand bewegen. Ich habe so ganz verschwommen mein Asthma-Spray neben mir gesehen und dachte, da ist die Lösung. Da ist mein, der mich jetzt retten kann, mein Asthma-Spray. Und ich konnte mit den Blicken nicht mal den ganzen Helferlein von diesem Ayahuasca-Team vermitteln, ich brauche mein Asthma-Spray und ich kriege jetzt keine Luft mehr. Weil alle haben da ja rumgestöhnt und rumgeschrien. Da bin ich auch nicht mehr drauf aufgefallen, dass es mir wirklich nicht gut ging. Und ich merke immer mehr und mehr und merke richtig volle Panik, komplette Panik. Schon noch einmal rüber zu Norman. Und mein letzter Gedanke, bevor ich jetzt war, wie gern hätte ich Norman noch einmal in den Arm genommen und ihm einmal noch einen letzten Kuss gegeben. Wie sehr hätte ich das getan? Und dann habe ich gemerkt, dass ich komplett, wirklich, ich habe gespürt, das kann ich nur versichern mit dem, was ich erlebt habe, wie ich sterbe. Wie ich wirklich sterbe. Ich habe diesen kompletten Sterbeprozess durcherlebt. Und es war wirklich eine Zeit lang, ich habe richtig gemerkt, wie ich nach oben getragen wurde, also richtig Richtung Himmel, nach oben getragen wurde. Und es war ein gefühlt weiter Weg gewesen. Es war jetzt nicht mal eben, okay, ich sterbe, zack, in einer Sekunde bin ich da. Es war eine Zeit, die es gebraucht hat, bis ich oben war. Ich kann dir das nicht in Sekunden, in Minuten sagen. Und ich weiß auch, bevor ich hingekommen bin, war es alles, als ob, also ich war immer noch in demselben Körper drin. Es war jetzt kein Geist von mir, es war mein Körper gewesen, was ich wahrgenommen habe. Und wieder so, wieder irgendwie, als ob er gereinigt wurde. Und dann auf einmal war ich auf einer riesengroßen Wiese. Ich war völlig durcheinander, weil ich dachte, wo bin ich denn hier? Weil wir waren ja auf einer Wiese, aber auf der Wiese, auf der ich jetzt stand. Und ich wusste ja, ich bin gestorben, ich habe sie bewusst erlebt. Dachte ich, wo bin ich hier? Und einige Meter vor mir steht jemand
Und ich bin katholisch groß geworden, aber ich wusste immer nicht so, wer ist Jesus und wer ist Gott überhaupt, weil ich ja meinen Glauben verloren habe, seitdem ich das erlebt habe als Kind, habe ich nicht mehr an Gott geglaubt. Steht eine Gestalt vor mir, fast so groß wie ich, bin 1,73, relativ fast die gleiche Höhe, steht so vor mir und ich gucke ihn an und ich sage wirklich, Gott, du weißt in dem Moment, jeder, der eine Nahtoderfahrung hatte oder der auch Gott wirklich begegnet ist, weiß es. Er muss dir nicht sagen, hi, übrigens, ich bin Gott, bin gerade vorbeigekommen, wollte dir mal was sagen. Der muss es nicht sagen. Wenn du die Stimme von Gott hörst, wenn du ihn siehst oder wenn du eine Begegnung hast, du weißt es. Du weißt es. Und er steht vor mir und er kam so auf mich zu. Wirklich so, die Arme so ausgebreitet und kam auf mich zu. Ich war völlig überwältigt, völlig überwältigt. Und dann ist Folgendes passiert: Ich wurde richtig sauer. Ich bin zurückgegangen, ich habe wirklich gesagt: Gott, warum hast du das alles zugelassen? Warum? Ich habe wirklich ihn angeklagt ohne Ende. Ich habe gesagt: Warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen, was mein Vater 16 Jahre lang mit mir gemacht hat? Warum hast du mich krank werden lassen? Warum hast du mich durch diese ganzen Sachen geschickt? Oh. In dem Moment kommt er auf mich zu, ganz nah, und hält mich nur an den Schultern fest, so an den Schultern fest. Und sagt, mein Kind, das musste alles so sein in deinem Plan. Und ich habe es aber nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es, aber ich habe es nicht verstanden. Und es war die Berührung. Ich versuche das gerade irgendwie versuchen zu erzählen, was mir gerade echt schwerfällt, weil mich so viele Gefühle gerade übermannen. In dem Moment, wo er mich angefasst hat, also an den Schultern festgehalten hat und diese starke, klare, autoritäre Stimme gesprochen hat, Gott, ja, war ich komplett eingehüllt von dieser bedingungslosen Liebe, eine Liebe, die ich noch nie in meinem Leben so gespürt habe. Und ich weiß, und das kann ich heute ganz klar versichern, dass das, was ich 2018 mit ihm erlebt habe, dass das Gott war, weil ich habe das Gleiche letztes Jahr erlebt. Und ich weiß noch, ich war völlig überwältigt von seiner Liebe, seiner Liebe. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und die Wut war weg. Sie war weg. Sie war von jetzt auf gleich weg. Und dann gucke ich mich um und sehe, dass ganz wenige Menschen, wirklich wenige Menschen, auf dieser riesen Wiese waren. Und ich gucke mir die Wiese an und sie hat richtig gelebt. Also sie hat richtig gelebt. Es sind nicht die Farben, die wir hier auf dieser Erde haben. Es sind andere Farben. Man kann nicht sagen, sie sind leuchtender, sie sind irgendwie lebendiger. Und klar kann man auch da sagen, ja, Aline, du warst da unter Drogen. Hat sie alles eingebildet. Ich weiß es einfach, dass das wirklich so stattgefunden hat, ja. Und dann gucke ich Gott an und sage, Gott, darf ich rumrennen auf der Wiese? Und er hat nichts gesagt, er hat nur so eine Handbewegung gemacht. So, ist von wegen, ja, lauf. Und ich lauf los. Die Menschen haben nicht mit mir geredet. Und ich habe wirklich ganz laut geschrien und gesagt, die Menschen sind doch bekloppt, die alle im Koma liegen, die Chance bekommen, du kannst im Himmel bleiben, was nicht wahr ist, ja. Du bist im Himmel und dann gehen die wieder zurück ins echte Leben, in den kranken Körper, wo die im Koma liegen, sind doch bekloppt. Ich dachte immer, dass wir Menschen uns das aussuchen können, ob wir wieder im Himmel bleiben oder ob wir wieder runterkommen. Und ich wurde richtig sauer. Dieses ganze gute Gefühl an Liebe. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte doch richtig noch mal wieder weiter erfolgreich sein. Ich wollte richtig die Emotionen spüren als Mensch. Und ich bin sauer geworden. Und habe dann während ich gelaufen bin zu den Menschen und zu Gott gesagt, oh, ihr nervt mich alle so mit eurer Liebe. Ich will Geld verdienen. Ich will Erfolg haben. Und bin dann wieder runter. Also bin in der Sekunde, wo ich das ausgesprochen habe, war ich wieder in meinem Körper drinne. In Österreich, wo ich Ayahuasca hatte und bin mit meinem Körper so nach vorne gefallen und war aber trotzdem voller Liebe und habe nur geweint, 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 weil ich eine Liebe erfahren habe, wie ich sie noch nie erlebt habe. Körperlich, emotional, alles. Und dann ging es weiter. Business machen. Ganz kurz, bevor du Business machst.
Bei allem, was du erlebt hast, wenn mich jemand dann an den Schultern packen würde und mir sagen würde, das war alles der Plan für dich. Ich würde gerne die Frage stellen, Mann, was ist das für ein beschissener Plan? Ich kann mal das Leben anschauen und ich, wie gesagt, ich habe die ganzen Bücher über Seelenpläne und all das. Ich habe das mal gelesen. Und manchmal schaue ich das Leben an und sage, das kannst du dir doch nicht aussuchen. Das kann doch nicht die Idee dahinter sein, dass meine Seele hier ins Leben inkarniert, damit mein Vater mich verprügelt, sexuell missbraucht, ich im Drogensumpf runterschlitter. Das kann doch nicht die Idee sein. Und dann nimmt ich immer so an den Schultern und sagt, Marlene, das war alles der Plan. Wofür hatten diese Zweck der Existenz oder wofür existieren wir, wenn es einen Plan gibt, der auch noch, sorry, aber so beschissen ist? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Warum muss ich das denn durchlaufen? Also, wenn ich war ja damals noch nicht so tief, erst seit letztem Jahr so drinne, was ist der Sinn des Lebens? Warum hat Gott uns eigentlich erschaffen? Warum gibt es das eigentlich alles? Warum müssen wir es durchleben? Ich habe ab dem Moment mir dann wirklich gesagt, okay, wenn ich all das nicht erlebt hätte, ich war ein komplett introvertiertes Kind, hatte diese Träume gehabt, wollte immer auf der Bühne stehen. Ich stand dann ja auf der Bühne sozusagen, ja, auch wenn es im Coaching war, aber in der Bühne in Kanada oder in Frankfurt bei den Speeches und dachte, okay. Wäre das alles nicht gewesen, vielleicht hätte ich nicht diesen Kampfgeist gehabt. Vielleicht hätte ich nicht diesen Überlebenskampf wirklich gehabt. Und egal, was bei uns im Business war, und es ist auch noch bis heute so, diese Eigenschaft ist einfach noch so in mir drin, da ist dieser Kampfgeist noch drin. Weißt du, wie ich meine? Da hätte ich, glaube ich, nicht erfahren, wenn alles gut gewesen wäre. Also in meinem Leben. Ich habe dir vorhin gesagt, ich werde versuchen, so kritisch wie möglich zu sein. Hätte der große Manitou dir das nicht einfach geben können? Diesen Kämpfergeist, diesen Siegeswillen, ohne dich da vorher 20 Jahre verprügeln zu müssen? Aus der weltlichen Sicht würde ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob wir noch darauf zu sprechen kommen, aber letztes Jahr habe Ja, ich bitte. eine ganz krasse Begegnung mit Gott bekommen, werde ich gleich erzählen. Aber jetzt kann ich sagen, dass durch all die Geschichte und jeder von euch, der das durchmacht, stellt sich wahrscheinlich die gleiche Frage, hey, warum lässt Gott das zu, wenn Gott doch so ein guter Gott ist? Warum macht er das? Damit du das Größte und Beste und wirklich unfassbarste Zeugnis für ihn bist. Alles, was du durchlaufen hast, und wenn du dann auf einmal merkst und sagst, hey, ich weiß, was der Sinn des Lebens ist, oder ich denke, was es ist, und ich wurde von dem Big Boss, von Gott, von unserem Herrn Jesus Christus gerettet, und er war schon immer da. Also ich habe viele, viele Erlebnisse mit ihm letztes Jahr gehabt, wirklich unfassbar, wo mein Mann Norman neben mir saß, wo das passiert ist. Weißt du, okay, wäre das alles nicht gewesen? Kindheit nicht so, war nicht so lustig, Gesundheit war nicht so lustig, bin komplett in die Esoterik abgedriftet. Ja, wir waren Reiki-Meister, Norman und ich habe noch Tarotkarten gelegt, da abgedriftet. Und dann auf einmal kommt an einem Tag Gott zu mir aus dem Nichts. Und für jetzt stehe ich für ein Zeugnis, was ich sagen kann: Gott lebt. Jesus ist wirklich für dich ans Kreuz gegangen, um für deine Sünden zu sterben. Ein Mädchen, was so viele Sachen durchlebt hat, komplett den Fokus nur auf Geld hatte. Geld, 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 Money, Money, Money. Ja, die ganze Zeit komplett gerettet von Jesus und sagen kann, mein Name ist Eileen. Ich war mal süchtig nach Geld, süchtig nach Anerkennung. Ich wollte alles haben, alles Materielle. Ich hatte einiges gehabt. Und dann auf einmal habe ich erfahren, durch die Gnade Gottes, dass einfach, weshalb ich erschaffen wurde, dass ich ein Zeugnis sein darf für ihn, um anderen Menschen zu zeigen, hey, rennt nicht dem Geld hinterher. Ja, folgt nicht dem Teufel, indem ihr irgendwelche Tarotkarten anbetet oder sonst was anbetet, irgendwelche andere Götter da draußen, ja. Lest die Bibel.
Das ist so das, was ich jetzt sagen kann, aber das konnte ich nicht nach Ayahuasca sagen. Ich habe mal ein spannendes oder ein Zitat, was ich sehr, sehr mag, von Inky Johnson gehört. Er sagte: Ohne einen großen Test gibt es auch kein Testimonial. Oh yes. Und es ist Krass. wirklich, ich habe dann irgendwann wie du, das war Ende letzten Jahres, ich war, alles, was ich in meinem Leben erreichen wollte, war diese innere Leere, die da ist. Einfach zu füllen. Und ich habe gedacht, dass ich das über Erfolg, Anerkennung, all das, was du sagst, ich war wahrscheinlich genauso süchtig, wenn nicht noch süchtiger nach all dem. Und dann bin ich an eine Bibelstelle gekommen, wo Jesus 40 Tage in die Wüste geht und den Versuchungen des Teufels, ja, oder 40 Tage versucht wird. Und die erste Versuchung ist Essen. Weil er hat 40 Tage gefastet. Und es ist so, wenn ich heute in unsere Welt schaue, das ist bis heute die größte Versuchung. Unser Essen ist schon gar kein Essen mehr. Das hat überhaupt damit nichts mehr zu tun oder sehr, sehr wenig. Und die Leute kümmern sich überhaupt nicht mehr darum, was unseren Geist und unsere Seele so verblendet durch das alles. Und die Leute überhaupt nicht mehr diesen Bezug zum Leben. Die zweite Versuchung war, spring von hier oben und lass deine Engeln alle kommen. Zeigt das, dass es Gott gibt. Und das ist genau das, was ich auch versucht habe, dieses, weißt du was? Ich zeige euch, dass ich Gott bin. Ich erschaffe mir meine Welt, wie ich sie gerne hätte. Ja, wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich muss auf niemanden bauen und weißt du was? Wenn ich dann verkackt habe, dann kann ich ja immer noch beten. Für mich war Gott immer so ein Notfallplan. So. Wenn ich dann mal alle dieses, ich springe mal einfach und dann sage ich so, Scheiße, Fallschirm vergessen, kannst du mal eben. Und die dritte Versuchung, und da bin ich, glaube ich, am meisten mit auch eingestiegen, ist, als er sagte zu Jesus, bete mich an und ich lege dir die Welt zu Füßen. Und alles, was ich wollte, war die Welt zu Füßen haben. Ich wollte die Welt so haben, wie ich sie haben wollte. Ich wollte sie fair, weil ich ja natürlich weiß, was fair ist. Ich wollte sie gerecht, weil ich ja natürlich weiß, was gerecht ist. Ich wollte sie auch gut, weil natürlich auch ich, niemand weiß besser als ich, was gut ist. Und dann ist dieses Kartenhaus Stück für Stück für Stück angefangen zusammenzubrechen. Weil alles, was ich gemacht habe, niedergeschrieben habe, runtergebetet habe, nicht funktioniert hat. Und dann saß ich am Anfang, am Ende dieses Jahr, Ende letzten Jahres, kurz vor Silvester, da weißt du was, großer Meister, ich bin fertig mit dem Scheiß. Ich krieg das nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wenn das alles stimmt, was ich mal über dich gelesen habe, und es wirklich so Seelen gibt, die auf die Welt kommen wollen, aber können nicht, aber ich bin hier, dann musst du einen beschissenen Plan für mich. Ich werde nichts machen, als mich hier hinsetzen und so lange warten, bis du mir sagst, warum ich hier bin. Weil du musst diesen Plan haben. Ich habe ihn. Alles, was ich anpacke, funktioniert nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn. Denn alles, was ich erreicht habe, diese innere Leere nicht erfüllt. Und jetzt möchte ich den Bogen zurück zu dir spannen. Nachdem du alles erlebt hast, alle Taschen besessen hast, die ganze Louis V-Kollektion zu Hause hattest, wo wahrscheinlich einen zweiten Louis V-Shop aufgemacht hast. Fast, ja. Wie erfüllt warst du in deinem Leben? Weil das ist ja das, was die Co sorry, ganz kurz, das ist ja das, was jeder Coach dir verspricht. Wenn du das und das und das und das und das und das hast, erfüllt sich oder wird diese Leere endlich gefüllt. Und ich glaube, du kannst da aus erster Hand sprechen. Komplett. Es ist so eins der wirklich so wichtigen Fragen, Alexei. Bevor ich das ganz klar beantworte, es gibt eine ganz klare Antwort, habe ich immer gedacht, okay, einmal das Thema Geld, die Anerkennung war für mich immer ganz, ganz wichtig.
dachte ich, je mehr Anerkennung ich auch bekomme, je mehr Stufen ich auch innerhalb des Inner Circles erreiche, da gab es ja auch Stufen, die man erreichen konnte im Coaching bei meinem Mentor damals von Norman and Mia, dann geht es mir besser. Dann, da bin ich ja wer. Da bin ich jemand. Und ich werde es nie vergessen, als wir dann, das war ja, ich kann es ja vom Namen her sagen, es war damals unser Mentor Bob Proctor gewesen. Und als wir bei dem zu Hause waren mit dem Inner Circle und so, ich dachte, und ich war mit den ganzen Hollywood-Regisseuren und mit der oberen Liga, sage ich jetzt einmal so, mit denen da dachte ich, ja, ich habe es geschafft. Und dann irgendwann fliegst du wieder von Kanada zurück nach Hause und hast einen Moment, und es war jeden Tag so, wenn es so ein paar Minuten waren, wo du gemerkt hast, irgendwie fehlt dir was. Irgendwas, eine Sehnsucht, eine so unfassbar tiefe Sehnsucht in mir. Und ich konnte nicht beschreiben, was es war. Und deswegen bin ich immer wieder abgedriftet in, okay, alles klar, da ist irgendetwas, hab nochmal wieder angestiftet, komm, wir machen jetzt nochmal voll Gas, ja. Haben irgendwie fast bis zu 11 Verkäufer eingestellt bei uns in der Firma, Sales-Team hier, Marketing-Dings, eine Viertelmillion in Marketing investiert und, weil jetzt hauen wir es richtig rein. Weil was war auf meiner Vision Board? Der Privatjet, die Yacht, ein Millionenhaus von 13 Millionen, ja, oder 30 Millionen damals. Und ich dachte, das wird mich dann glücklich machen. Aber ganz tief in mir habe ich schon gemerkt, das ist wie wie nennt man das in Deutschland? Hamsterrad. Hamsterrad. Und kurzum, die Antwort lautet: Nein, ich war in keinster Weise da glücklich. Hier tief drin war ich nicht glücklich. Ich war vielleicht in dem Moment glücklich, weil wir haben ja jetzt nicht nur schlechte Dinge gemacht im Coaching. Es war toll, Menschen zu sehen, die selbstbewusster wurden. War toll. Menschen zu sehen, die auf einmal ein eigenes Business aufgemacht haben. Ja, eine Firma zu sehen, die fast pleite war mit einer Palettenfirma. Das waren die großen Supermärkte mit Paletten beliefert haben. Wie die wieder nach vorne vorankamen und wirklich da auch wirklich die Familie wieder ernähren konnten und alles wieder gut. Das war schön zu sehen. Und ich glaube, Menschen draußen dachten, wir müssen super glücklich sein. Wir haben hier alles. Wir haben ein schönes Auto, wir können reisen, wir halten uns in den schönsten, teuersten Hotels auf. Ja. Wenn du überlegst, eine Nacht in der Präsidentensuite im Hyatt hat um 2.500 € gekostet pro Nacht, wie viele Menschen ich hier auf den Philippinen auf den Straßen füttern könnte. Und so ein egoistisches. Ja, so ein egoistischer Mensch war ich einfach. Egoistisch. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war null erfüllt. Also es gab auch immer diese Unruhe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Alex, diese Unruhe. Ach, es geht zu so langsam. Wo bleiben denn jetzt die 100 Millionen? Ja, es geht zu so langsam. Egal in welcher Branche du eigentlich bist, wenn du da drinnen bist in dieser Manifestation und du siehst die Coaches da draußen und du kommst nicht voran und du siehst dann, wie sie werben und wir haben dazugehört. Wir haben es nicht ganz so aggressiv gemacht, aber wir haben immer gesagt, wenn du auch wirklich erfolgreich sein möchtest, dann kauf unser Coaching. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann kaufst du unser VIP-Coaching. Und wenn das nicht funktioniert hast, dann keine Ahnung, musst du nochmal was von uns kaufen. Ja, weißt du, wie ich meine? Und ich habe es mit eigenen Augen sehen können, dass Menschen genau das Gleiche durchgemacht haben wie wir auch. Du hast es gesehen in den Augen, du hast es gespürt. Es ist eine Sehnsucht da gewesen. Und wir Menschen dachten, glaube ich, oder ich dachte damals, es ist die Sehnsucht nach mehr Erfolg, noch mehr Reichtum, noch mehr Geld, besseres Auto, größeres Auto, keine Ahnung. Es blieb aus. Aber ist denn das jetzt schlecht, das alles zu haben? Weil du sitzt da jetzt auch nicht in einem zerrissenen Kleid oder. Ja, es ist schlecht, das alles zu so haben. Ich glaube tatsächlich, es kommt darauf an, wie ehrlich du es dir erarbeitet hast. Ich bin wirklich immer dafür, schon mein Leben lang fleißig zu arbeiten. Super gerne. Aber in dem Moment, und das sage ich jetzt ganz klar, das gefällt vielleicht vielen nicht, was ich vielleicht sage, aber in dem Moment, wo du dich nur auf das Geld verdienen konzentrierst, vielleicht einen zweiten Blazer zu haben, einen dritten Blazer zu haben. Du betest diesen Gott Geld an. In der Bibel nennt sich der Mammon. Und der Mammon ist letztendlich der Teufel.
Du gibst ja dein Leben auf. Was habe ich dann gemacht? 6 Jahre unseres Lebens haben Norman und ich alles getan, um noch mehr Geld zu verdienen. Nicht nur, damit wir selber mehr haben, sondern damit wir als große Firma, 11 Verkäufer, 2 Assistenten, eine Verkaufsleiterin, eine große Marketingagentur uns das alles leisten können, haben wir unser Leben aufgegeben, um all das irgendwie aufrechtzuerhalten, alle bezahlen zu können, alles machen zu können, mehr haben zu können für das Geld. Und deswegen sage ich, ich kenne ganz tolle, wirklich Christen, denen ich sehr, sehr vertraue, aus dem Engkreis, du kennst sie auch, die verdienen sehr gutes Geld, sehr, sehr gutes Geld, überdurchschnittlich viel. Und sie haben auch hart gearbeitet, aber sie haben nicht diese Manifestationssachen gemacht, wie ich bete jetzt mal das Geld an, meine Vision Board an, mein Buch, wo meine ganzen Affirmationen drin stehen oder sonstiges. Weil das ist nicht richtig. Wenn jemand sagt, warum ist das nicht richtig, kann ich nur eins sagen. Eigene Erfahrung gemacht, vieles im letzten Jahr erlebt. Und es gibt ein gut, richtig gutes Buch, das erzähle ich euch am Ende, wo das alles drin steht. Ich hatte mal ein tolles Interview gehört, wo er sagte, ich habe auch diesen ganzen Erfolg und all das. Er sagte, ich habe den heute immer noch. Das Einzige, was sich für mich verändert hat, ich hatte vorher kein Fundament und jetzt habe ich ein Fundament, das ist Jesus. Und auf dem baue ich meinen Erfolg auf, sagte er. Und dann habe ich Amen. auch mal in der Bibel rumgeblättert und diese Stelle, wo er sagt, und der Eckstein, den sie weggeworfen haben, darauf habe ich im Endeffekt mein Fundament aufgebaut. Es ist so anders in der Hinsicht, nicht, dass du dich nicht an deinem neuen Auto erfreust. Es ist nur nicht mehr das aller, 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 aller. Allerwichtigste. Du freust dich noch immer über die schönen Dinge des Lebens und über das gute Essen. Wir waren gestern mit meiner Frau essen. Das Essen war gigantisch. Das Auto, das wir fahren, ist phänomenal. Ich liebe unser Haus. Das Einzige, was sich geändert hat, es ist nicht mehr meine Identifikation. Ich liebe mein Leben, aber ich identifiziere mich nicht mehr, ob ich in dem Auto sitze, dass ich mehr wert bin oder weniger wert bin als in dem Auto, wenn ich da drin sitzen würde. Du hast gesagt, du bist letztes Jahr, bist du anscheinend diesem großen Meister begegnet. Viele sagen, er ist auch einfach nur ein Lehrer gewesen von vielen oder einer der inkarnierten Meister, die hier auf der Welt waren. Wie war deine Begegnung? Was ist deine Sicht der ganzen, oder was ist deine Sicht zu Jesus? Spannend, dass du das sagst, weil ich kam ja, war ja dann zum Ende hin sehr stark in der Esoterik als Tarotkartenlehrerin, und beziehungsweise ich habe Tarotkarten gelegt, wurde dafür auch bezahlt von Menschen, hatte meine Stammkunden gehabt. Und da war tatsächlich Jesus eines der Meister. Wenn du diese Karten gezogen hast, da war Jesus drin. Ich habe mit Jesus nie wirklich, wirklich groß irgendwie Kontakt gehabt oder verstanden, wer er ist. Und ich hatte Norman damals auch gefragt, als wir vor 13 Jahren zusammengekommen sind, sag mal, meinst du, es gibt Gott? Und er meinte, ich weiß nicht, was sagst du? Ich glaube, nein, habe ich gesagt, weil sonst hätte er uns ja geholfen oder mir, ja. Also das Thema Gott war schon immer so ein bisschen drin, aber eher so im esoterischen Bereich. Auch von Bob Proctor damals, der hat immer von Gott erzählt, aber es war so oberflächlich. Naja, wir sind 2022 sind wir auf die Philippinen gezogen. Ich bin halb Philippiner und ja, unser Leben haben wir so weitergelebt. Wir sind sehr dankbar, in einem Business sein zu können, was uns ermöglicht hat, dass wir uns ein Jahr so zurückziehen konnten, ein bisschen, dass wir ja das neue Leben hier aufbauen, neu gestalten, uns erholen, weil wir haben 2022 auch unsere Coaching-Firma dicht gemacht, komplett zugemacht, weil der Schmerz war so groß, wir konnten einfach nicht mehr drin sein. Wir haben das alles dicht gemacht und sind jetzt komplett 100% im Network Marketing. 2021 gestartet, 2022 hat es uns ermöglicht, dass wir auswandern konnten. Ja, und dann sind wir hier gewesen. Was ist passiert, Alexei? Du hast ganz viel Zeit gehabt. Von einem unfassbaren, krassen Business mit dem Coaching, dass du da nonstop gefühlt 16, 20 Stunden involviert bist täglich.
komplett runtergefahren in einem Land, wo Sonne ist, wo wir Pool haben, wo wir alles eigentlich so haben, was wir uns immer so gewünscht hatten. Wir haben zwar unser Network-Marketing-Business, da haben wir uns aber auch nicht tot gemacht. Und auf einmal kommst du viel ins Nachdenken. Und ich habe hier drüben ein großes Bücherregal. Wir haben in den Umzugskartons ganz viele Mindset-Bücher mitgenommen. Und ich fange an zu lesen. Und ich würde sagen, knapp ein halbes Jahr später, als wir hier eingezogen sind, habe ich zu Norman gesagt, ich so, weißt du was, jetzt gehen wir das Business wieder an. Bei uns im Network Marketing. Jetzt starten wir mal wieder so richtig durch. Hast du Lust? Ja, komm, okay. Was machen wir? Wir holen die alten Bücher raus, wir kaufen uns, oder wir haben noch Notizbücher gehabt, wir wollten dann wieder Manifestation machen. Haben meditiert, 3, 4, 5 Stunden am Tag meditiert mit Dr. Joe Dispenza, ist den einen oder anderen vielleicht bekannt. Haben uns in die Ferien geschossen gefühlt, ja. Und haben all das gemacht, was uns damals erfolgreich gemacht hat. Was ist passiert? Es ist nichts passiert. Es hat sich nicht mal unser Business um 1% verändert. Das war der Zustand, dass wir gemerkt haben, hey, Moment, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Es hat doch jahrelang funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Und dann kam ich da schon in Zweifeln. Das war so Januar 2023. Ich kam schon in Zweifeln. Ich habe aber immer weitergemacht. Immer weiter. Ich konnte keinen Tag starten, ohne dass ich meine Tarotkarten gefragt habe, was wird heute, wie wird heute mein Tag? Wie mache ich mein Business weiter? Unser Business ging kein Tag dran vorbei. Ich habe dann Menschen gemerkt, die übrigens auch abhängig waren von Tarotkartenlegen bei mir, die mich ja auch teuer bezahlt haben. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich kann das alles nicht mehr. Norman hat schon viel früher aufgehört als ich. Er hat nicht mehr meditiert, er hat nicht mehr diese ganzen Sachen gemacht, Affirmationen, das Selbstbild sprechen, wie toll und erfolgreich man ist. Und es ging so die Monate vorbei. Es war dann der Juni 2024 und ich war einfach wirklich auf der Suche nach etwas. Aber ich wusste, ich konnte dir nicht sagen, was es ist. Ich konnte dir nicht sagen, was es ist. Es war wieder diese Sehnsucht da, eine ganz große Sehnsucht. Und dann kam der 15. Juni 2023. Ich saß auf dem Sofa, es war vormittags und wir wohnen hier in einem sehr erdbebensicheren Gebiet. Hier wohnen auch alle so von der Deutschen Botschaft. Also hier merkst du eigentlich kaum, was hier herkommt, wie auch jetzt gerade haben wir Taifun und Monsun. Du merkst hier eigentlich einfach gar nichts, weil wir wirklich sehr höher gelegen sind und sicheres Gebiet haben. Aber an diesem Tag kam ein Erdbeben, Alexei. Und das Erdbeben war so, es war wahrscheinlich, keine Ahnung, relativ schwach, aber du sitzt in einem Hochhaus und es wackelt. Und du bist mittendrin und du merkst, oh Mann, das wackelt. Und es hat nicht aufgehört. Es war gar nicht so lange, aber du fragst dich, was machen wir jetzt? Springen wir von der 25. Etage in den Pool rein? Was machen wir mit unserem Hund? Rennen wir die Treppen runter? Und wir hatten erst, witzigerweise, ein paar Wochen vorher noch eine Evakuierungsmaßnahme geübt, ja, mit allen Einwohnern hier. Und wir wussten, okay, es dauert ungefähr 5 Minuten, bis du runterrennst. Das schaffen wir nicht mehr. Und ich weiß auch, Norman stand im Wohnzimmer und hat, die ganzen Gardinen haben gewackelt und alles. Und er hat gesagt, okay, pass auf, es wird alles gut. Es wird alles gut. Ich sage, zieh dir deine Schuhe an, falls wir doch irgendwie, falls irgendwas zusammenbricht, falls wir rennen müssen, ich weiß es nicht. Und dann hat es aufgehört. Die Erde hat gebebt. Und am Abend diesen Tag hat es in mir gebebt. Den ganzen Tag habe ich mir die Frage gestellt, Alexei. Mir war wirklich schlecht, mir war wirklich körperlich richtig schlecht. Ich habe mir die Frage gestellt, Aline, wenn du heute gestorben wärst beim Erdbeben, was ja nicht selten und vorkommt auf den Philippinen, wir haben bis zu 50 Erdbeben am Tag hier, wir haben über 7000 Inseln. Könntest du sagen, dass du wirklich richtig glücklich gewesen wärst? Und ich dachte, nein, ich hätte nicht sagen können, dass ich von Herzen wirklich erfüllt und glücklich gewesen wäre. Und das hat mich richtig geschockt. Ich habe nicht mit Norm darüber geredet, obwohl ich ihm alles erzähle, was immer in meinen Gedanken losgeht. Ja, wahrscheinlich typisch Frau, ja, ich weiß es nicht. Wir erzählen es dann. Und dann saß ich abends auf dem Sofa. Norman ist schon schlafen gegangen, es hat mich nicht losgelassen. Ich habe mir ein Buch genommen, Hühnersuppe für die Seele, kennt der ein oder andere vielleicht von Jack Canfield, wollte es lesen und jetzt kommt genau der ausschlaggebende Moment, wo mein komplettes Leben sich verändert hat.
Wie gesagt, letztes Jahr erst im Juni, ja, 2023. Ich sitze auf dem Sofa. Also wenn ihr es ganz so regnen hört, ihr Lieben, gegen die Fensterscheiben, wir haben einen unfassbaren Monsunregen, ja. Sitze auf dem Sofa, fange das Buch an zu lesen, habe ich richtig unter der Wolldecke eingekuschelt, ja, und wollte ganz gemütlich lesen, weil ich wollte wissen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Was kann mich glücklich machen? Und in diesem Moment höre ich eine Stimme, die sagt: Eileen, steh auf, geh ins Büro und hol deine Bibel aus dem Regal. Und ich bin nach vorne auf dem Sofa und dachte: Das habe ich mir jetzt eingebildet. Und lehne mich wieder zurück und es kommt wieder die Stimme: Eileen, steh auf, geh ins Büro und hol deine Bibel aus dem Regal. Und in dem Moment wusste ich, das war so eine laute, klare Stimme. Ich wollte wieder nicht aufstehen und dann kam die Stimme zum dritten Mal. Eileen, steh auf, geh ins Büro und hol die Bibel aus dem Regal. Ich bin wirklich aufgesprungen. Es war schon alles dunkel, habe die Lichter angemacht, geh ins Regal. Meine erste Frage war auf dem Weg zum Büro: Warum sollte ich dann eine Bibel hier im Regal haben? Also, wir haben ganz viele Bücher eingelagert und vieles aus unserem Leben eingelagert. Warum sollte die Bibel hier sein? Das ist doch das letzte Buch, was ich mitnehmen würde. Stehe ich vom Regal und hol die Bibel aus dem Regal. War völlig überrascht, dass diese Bibel da war, ja? Die Schlachter 2000. Nimm sie mit ins Wohnzimmer wieder, setz mich aufs Sofa wieder hin und leg diese Bibel auf dem Couchtisch. Bin völlig geschockt, dass ich eine Stimme gehört habe, was nicht ungewöhnlich war. Wenn du so in der Esoterik arbeitest, ja, hörst du auch gewisse Dinge manchmal, aber diese Stimme war so kraftvoll, so stark und ich wusste einfach, das ist Gott. Sitz völlig geschockt auf dem Sofa, habe versucht weiterzulesen, um das zu überspielen, für mich selber zu überspielen, kommt die Stimme wieder und sagt: Aline, nimm die Bibel in die Hand und lies in meinem Wort. Und zu diesem Zeitpunkt gab es ein bisschen Stress bei uns im Team, im Network Marketing. Und ich war ja relativ enttäuscht von einer Teampartnerin, die sich einfach völlig daneben genommen hatte. Und es gab ganz viel Tumult und ich konnte mich nicht beruhigen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, diese Unart von mir, nicht so vielleicht auch freundlich zu sein, laut zu werden oder so, ist schon besser geworden im Gegensatz zu damals. Aber sie war immer noch da, sie war immer noch da. Der war richtig Hass und Wut gegen diese eine Person. Richtig Hass und Wut. Und Alexa, ich wusste nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so wütend war und so sauer war, dass er nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen. So ging es mir an diesem Tag. Und ich schlage die Bibel auf. Ich habe noch nie richtig in dieser Bibel gelesen. Schlage diese Bibel auf und lande im Neuen Testament, wo drinnen steht: Liebt auch eure Feinde. In diesem Moment, es war, als ob das Wort Gottes, als ob Gott in mir reingekommen ist, mein Herz weich gemacht hat, so weich gemacht hat, die Wut war weg, der Hass war weg. Ich habe geweint und geweint und geweint und geweint und ich wusste, das war nicht nur ein Wort, was ich gelesen habe, das Wort lebt. Und so fing es an, dass ich echt gedacht wusste: Gott, du hast zu mir geredet und ich bin komplett auf dem Sofa zusammengebrochen. Komplett. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel geheult wie in den letzten 7 Monaten. Deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, was du sagst. Aline, wir haben 1,5 tolle Stunden. Ich habe so noch 2, 3 Dinge. Ist Meditation sinnvoll oder sollte man es nicht machen? Oder sollte man nur über das Wort Gottes meditieren? Oder was sollte ich da machen? Weil Meditation ist heute, gerade auch in Deutschland, in den Philippinen wahrscheinlich schon länger, so ein, nicht so ein Trend, sondern etabliert sich so langsam. Ja, eine sehr wichtige Frage. Also, es kommt darauf an, mit welchem Zweck meditierst du? Natürlich, um Also, etwas zu erreichen. wie bitte? Natürlich, um etwas zu erreichen. Genau, ja, das ist das, was immer, weißt du, wenn du dich bei Facebook einloggst, bei Instagram, egal wo,
meditiere dich reich, ja. Ich sage ganz klar, Meditation, ich glaube, es ist viel nicht bewusst. Und ich sage jetzt etwas aus der Bibel, es ist kein Kampf, den wir hier menschlich miteinander haben, sondern es ist echt ein geistlicher Kampf. Und für mich ist es ganz, ganz klar, wenn es Gott gibt, gibt es auch die Gegenseite, das ist der Teufel. Und ich versichere euch eins, letztes Jahr, das würde die Zeit sprengen, ist das Gesicht vom Teufel zwischen mir und Norman aufgetaucht. Es war zwei, dreimal hier so krass in unserem Apartment. Es sind heftige Dinge gewesen. Ich war Zeuge davon. Ich kann nur sagen, ja, wer an Gott glaubt, weiß auch, es gibt auch die andere Seite. So, und jetzt zu meditieren. Was tust du denn, indem du meditierst, indem du dir Wohlstand meditierst, indem du dir Gesundheit meditierst oder sonstiges? Das ist nicht Gott. Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Stell dir das mal vor. Gott, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der, der dich erschaffen hat, der alles erschaffen hat, zu dem gehst du mal eben hin und sagst, ja, kannst du mir mal eben 100.000 Euro geben? Ich hätte gern hier jetzt den Ferrari. Schieb mal rüber. Nein, Gottes Wille geschehe, nicht dein Wille geschehe. Und Meditation ist in den meisten Fällen, es hat nichts mit Gott zu tun. Es hat nichts mit Gott zu tun. Du betest vielleicht den Gott dieser Welt an. Du betest den Mammon an und du meditierst, willst dich da rein meditieren. Du musst dir vorstellen, wir sind in einer Welt, wo viele geistige Mächte auch sind. Jetzt gibst du deinen Körper einfach ab, wie wir, Alexei, du und ich, im Ayahuasca oder in der Meditation und lässt da irgendwie jemand was machen. Wir dürfen uns auch vorstellen, dass da, wo Gutes ist, ist auch was Böses, oder? Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das ist bei der Meditation so. Was ich dir definitiv empfehlen kann und dich ermutigen möchte, jeder, der hier zuhört, und ich denke, vielleicht denken sich manche so, ey, was erzählen die hier heute hier, ja? Kennen uns beide noch so, die Businessleute und überhaupt, jetzt erzählen die von Gott und sonstigen Dingen. Ich möchte jeden wirklich ermutigen, fang an, das Wort Gottes zu lesen und meditiere darüber. Das kannst du machen. Ja, du kannst dir einen Abschnitt aussuchen oder, und Alexa, ich bin ganz sicher, dass du das auch schon mal gemacht hast, einen Satz zu lesen, einen Bibelvers, wo du denkst, was heißt das eigentlich? Und darüber zu meditieren, darüber zu überlegen, mal das Wort Gottes sacken zu lassen in einem. Das ist vollkommen absolut. Das bitte sehr gerne machen. Alles andere an Meditation Finger weglassen. Oder halt wie wir einfach dumme Erfahrungen machen, aus denen man vielleicht lernen kann. Vielleicht ist es deren Plan. Ich, keine Kann Ahnung, sein. weiß das alles nicht so genau. Ich kann immer nur aus meiner Sicht reden. Mein Business hat sich, habe ich nicht aufgegeben oder mein Leben oder es gibt Wünsche, die ich auch noch habe. Ich mag nur die Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, wenn ihr den Vater in meinem Namen fragt, um etwas bittet, dann gibt er es. Deswegen habe ich für mich entschieden, dieses, weißt du was? Das ist das Ziel, was ich habe. Aber wenn du was Besseres hast, ich folge dir. Weil irgendwas, oder wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass alle Wünsche meines Egos verschwunden sind oder dass mein Ego seitdem überhaupt nicht mehr existiert. Es ist genauso da. Es ist nur eine andere Herangehensweise. Es ist so dieses, weißt du was? Ich habe da nichts gegen, die 100.000 Euro zu verdienen. Aber lass uns das auf deinem Weg machen. Und lass uns das vielleicht so machen, wie du es am besten weißt. Und vielleicht auch in der Zeit, in der du es vorhast und nicht ich. Weißt du was? Wenn das nie passiert, ist überhaupt nicht schlimm. Vorher war das ja total schlimm, wenn das nicht passiert am 31.12.2018 um 24 Uhr. Absolut. Zweite Frage. Warum hilft Gott nicht, wenn wir in so, solchen Situationen sind wie du? Also ich kann zum einen erstmal sagen, Gott ist alles für mich. Gott ist mein bester Freund, er ist mein Heiler, er ist mein Schöpfer, der mich erschaffen hat. Gott ist derjenige, der mir einen Frieden in mein Leben, in meinem Herzen gegeben hat.
wie es die Welt niemals hätte schaffen können. Das ist das Allerschönste. Das ist das, was Gott, wo Gott mich erstmal gerettet hat, Jesus mich gerettet hat. Denn wenn wir mal überlegen, Alexei, wir haben ja irgendwie einen Frieden haben wollen, ne? Finanziellen Frieden, einen zeitlichen, örtlichen Frieden vielleicht mit dem Wer Business. hat finanziellen Frieden? Ich kenne keinen Menschen, der finanziellen Frieden hat. Leute haben Geld, aber keinen Frieden. Genau, exakt. Und das ist das, was ich, also es war noch eine lange, lange Geschichte mit Jesus, was danach noch passiert ist, wie dieser Frieden reinkam, wirklich einen tiefen Frieden, den mir Jesus gegeben hat, und eine bedingungslose Liebe, einen Glauben, dass ich kein Fehler war, dass ich auf die Erde gekommen bin, einen Glauben, dass er einen ganz klaren Sinn hatte für mich und noch hat und für jeden anderen Menschen. Warum ist Gott so wichtig für mich? Ist jetzt alles gut bei mir, seitdem Jesus zu mir kam, zu mir gesprochen hat, sich mehrmals in diesen letzten 15 Monaten gezeigt hat? Nein. Habe ich immer noch Herausforderungen? Ja. Teilweise sogar noch mehr als vorher. Ich sag's euch. Teilweise manchmal sogar noch vorher, mehr als vorher. Und in diesen Momenten, sei es, wenn du was Gesundheitliches hast, businessmäßig, menschlich, irgendwas ist, du weißt, zu wem du hinrennen kannst. Es ist unser Herr. Es ist unser Vater, der uns erschaffen hat. Und vielleicht hört sich das für den einen oder anderen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Wie würde es euch draußen gehen, wenn du wüsstest, da ist jemand, der hat dich erschaffen. Der war jede Sekunde in deinem Leben da. Er hat mit angesehen, wie du gelitten hast. Er hat mitgeweint. Er hat mitgelitten und wusste aber, das ist notwendig für all das, was dieser Plan hier für dich ist. Den werden wir bis zu unserem letzten Tag wahrscheinlich nicht verstehen. Und da ist jemand, zu dem kannst du sprechen und der sorgt für dich. Frage an alle da draußen, an dich, Alexei. Hattest du jemals mal einen Monat erlebt, wo du nichts zu essen hattest? Gott sei Dank nicht. Genau. Und das ist die Frage, ist es aufgrund unserer Werke, weil wir dafür was getan haben, oder ist da vielleicht jemand als Gott, der dafür gesorgt hat, dass wir niemals vielleicht einen Monat hungern mussten? Ja? Vor Und 2 Jahren hätte ich dir gesagt, weil ich so tolle Entscheidungen treffen kann und weil ich so toll bin und weil ich so tolle Sachen mache. genau. Vielleicht würden das jetzt hier auch noch einige andere sagen, ja, weil ich ja hart arbeite. Ja, hast du dir den Job selber erschaffen? Ich möchte ganz kurz was mit reinbringen, Alexei. Das beten mein Mann Norm und ich mehrmals die Woche. Wir beten immer darum, dass wir in Deutschland groß werden durften. Gott hätte mich ja auch woanders hinsetzen können. Hier unter der Brücke auf dem Highway in Manila auf der Straße hätte ich auch geboren werden können. Da würde ich jetzt nicht mit meinem Blazer hier sitzen, mit einem Lichtring, mit Klimaanlage würde ich hier nicht sitzen. Das war Gottes Wille, dass wir auf jeden Fall in Deutschland geboren wurden, dass wir eine Schulbildung hatten, dass wir lernen konnten zu lesen, zu schreiben und wissen, wie wir arbeiten durften. Überleg dir einfach mal so viele Situationen. Ich weiß es so genau, weil Gott mir diese Vision letztes Jahr gegeben hat und gezeigt hat, weil die Frage immer in mir war, wo warst du, Gott, in der Situation, in der? Und Norman war in der Küche und hat das gesehen, hat sich irgendwas zu essen gemacht oder irgendwas gemacht. Und in dem Moment hat mir Gott zu mir wieder gesprochen und hat es mir gezeigt, in Bildern vor meinen Augen. Er war immer da. Und Gott ist für mich einfach alles. Es ist das Erste, wo ich morgens wach werde und ihn danke für diesen Tag, weil ich weiß, er hat noch was mit mir vor. Wenn ich schlafen gehe, danken Norman und ich immer zusammen, dass wir so genug zu essen hatten, fließend warmes Wasser, Strom, eine Klimaanlage, nicht abgesoffen sind, gerade hier im Monsunregen. Dafür danken wir. Viele Menschen, die das Universum anbeten, an ihr da draußen. Wer hat denn das Universum erschaffen? Gott. Warum gehen wir nicht direkt zu demjenigen, der alles erschaffen hat, anstatt in den Zwischenstationen? Kannst du, glaube ich, gerne sagen. Weil, wenn du die Reise mit Gott anfängst, pures Chaos auf dich warten. Weil so viele Dinge aus deinem Leben rausgeprügelt werden müssen, dass es einfach scheißen schwer ist. Der schwierigste Weg ist wirklich mit Gott. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du nicht mit Gott gehst, folgst du ganz sicherlich dem Teufel. Weil irgendjemandem wirst du folgen. Ich weiß gar nicht, woher diese Natur der Anbetung in uns Menschen kommt. Irgendwas
wollen, müssen, tun wir immer anbeten. Letztens hat mich auch einer gefragt, dieses, wenn Gott so gut ist, warum lässt er das alles zu? Man muss aber auch die Gegenseite immer sehen. Wenn Gott so schlecht ist, warum passieren so viele wunderbare Dinge in unserem Leben und in dieser Welt? Ich habe keine Antwort darauf, warum jemand in Manila unter der Brücke sitzen muss. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich in der Position bin, dass ich vielleicht helfen kann, dann freue ich mich darüber, dass ich in der Position bin. Aline, es war wirklich eine außergewöhnliche Stunde mit 1,5 Stunden. Ich danke dir. Ich habe keine Antwort auf dieses Leben und ich glaube auch nicht, dass ich sie irgendwann haben werde. Ich glaube, es ist auch nicht Sinn und Zweck meiner Existenz, dass ich alle Antworten haben muss. Ich glaube, das ist das Schwierigste für uns, wenn wir die Bibel zum Beispiel aufmachen und sehen, als Teufel Satan die Schlange Eva dazu verführt hat, Gott zu sein. Es ist so wie im Buß, allmächtig, alles zu wissen, alles zu hören, alles zu sehen und alles, was Gott miterlebt. Ich glaube, das wollen wir gar nicht. Und das ist das, wo die Welt sich, glaube ich, sehr, sehr schwer tut, mit so, so begrenzten Mitteln, Worten, Sinnen, das Unbegrenzte zu definieren. Kein Mensch, ich glaube auch selbst die Bibel kann nicht annähernd beschreiben, was am Ende der Schöpfer, den wir Gott nennen, wirklich ist. In seiner letztendlichen Wahrheit, die wahrscheinlich nur ihm oder ihr oder es oder in welcher Form er auch da ist, erkenntlich zeigt. Oder in seiner Erfahrung da ist. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir das nicht alles wissen. Weil wenn du wüsstest, als Dreijährige bis zu deinem 16. Lebensjahr erwartet dich das und das und das und bis zu deinem 21. Lebensjahr noch das und dann musst du noch dadurch gehen und dadurch gehen und dadurch gehen, dann gehst du nicht. Ich mag den Film und damit möchte ich schließen, Eileen. Wenn wir diese schwierigen Zeiten alle durchleben, da gibt es keinen einzigen, der ausgeschlossen ist. Sind sie meistens für eine Sache, um umzukehren, um wieder das Ego so gebrochen zu sein, dass wir uns Gott zuwenden. Aber ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, wahrscheinlich schon, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Gesehen. Und dann steht er in diesem Bild, in dieser Szene vor dieser Frau, die dann Gott spielt. Und sagt, wo warst du bei Jesus? Warum hast du ihn ans Kreuz nageln lassen? Dann zeigt sie ihm seine Hände und sagt, ich war jeden Moment mit ihm. Und das ist das, was wir oft vergessen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nur das Gefühl haben, alleine zu sein, weil wir nicht gelernt haben, uns zu Gott zu wenden. Ja. Aline, vielen Dank. Ich freue mich, wenn diese Folge online ist. Es hat echt Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir ganz, ganz toll, lieber Alexei. Und ja, ich freue mich mit deinem Podcast, dass du so viele Menschen damit erreichst. Und möchte, wenn ich darf, einfach nochmal ermutigen, nehmt euch mal die Bibel zur Hand. Ich habe fast 40 Jahre lang mich davor gescheut. Macht es mal. Erfahrt, was die Wahrheit, das Leben und der Weg im Leben ist, warum wir hier alle sind und lass es mal die Worte sacken. Und wir wünschen dir wirklich auch, dass du diese Erfahrung machst. Ich danke dir. Danke dir. Bis Ja. dann.